hier im Vorderbereich ist Frischkäse oder ein Weichkäse, verschiedene. Halbfeste Schnittkäse haben wir hier auch noch in der Theke. Also das sind jetzt mehr die Hartkäse und die Schnittkäse, halbfeste Schnittkäse. Mhm. Ergänzend Feinkostbereich im Wurst und Schinken. Auf was muss man da im Speziellen achten? Dass man bei manchen Käsesorten, dass man den Schimmel mitessen kann und bei anderen Käsesorten muss man halt aufpassen. Man kann oft gar nicht unbedingt unterscheiden, ist es jetzt guter oder schlechter Schimmel. Ja. Das ist ein Schafskäse mit Rosmarin, Thymian ummantelt. Das ist noch ein sehr junger. Der darf Edelschimmel ansetzen. Ja. Zieht sich komplett zu, der Käse zum Schluss, wenn er auf dem Punkt gereift ist. Das ist ein Edelschimmel. Wird jeder Laie, wenn es Wurst nicht weiß, würde es wegschmeißen. Ja. Das ist mal so ein typischer Gouda. Der ist ja mit Natamycin behandelt. Das ist eine Wachsfolie drumherum. Der darf natürlich keinen Schimmel haben. Der ist auch pasteurisiert. Ja. Da darf nichts sein. Und wenn da ein bisschen blau oder weißer Schimmel ist, das muss weg. Das ist nicht unbedingt erkennbar. Immer gleich. Ist aber auch ein bisschen eine Verantwortung von uns als Verkäufer. Du musst ja die Leute auch informieren vorab. Wie entsteht eigentlich dieser Blauschimmel? Hier haben wir jetzt mal den typischen Roquefort. Roquefort ist der Schafsmilchkäse. Beim Roquefort ist es so, wenn der Käse soweit vorbereitet ist, gepresst, kommt aus der Form raus, dann wird der gespritzt und dann reift er. Gewisse Feuchtigkeit muss der haben, der Käse, auch gewisse Zeit und dann entwickelt er sich, dann wird er immer intensiver, immer stärker. Ja. Penicillin Roquefort ist eigentlich ein Zufallsprodukt, das wird einfach ein Roggenbrot, das wird einfach vergessen. Durch die Zeit hat sich dann diesen Blauschimmel drauf gebildet und daraus wird dann der Roquefort gemacht. Ah, ja. Oft kann man ja gar nicht erkennen, ob man die Rinde essen kann oder nicht essen kann. Sieht man das? Das ist ein Bündnerbergkäse, das ist ein typisch Rohmilchkäse, aber bei dem ist explizit gesagt, der Rinde ist behandelt, nicht die Rinde mitessen. Mhm. Ja. Nur optisch würde ich sagen, das ist eine ganz naturbelassene Rinde. Als Laie ist das okay, die kannst du mitessen. Zum Vergleich, in klassischer Comté, Franzosen würden die Rinde nicht mitessen, aber die wäre zum Verzehr geeignet, das wäre nicht schlimm. Allerdings sehen die Rinden von der Art her ziemlich gleich aus. Als Laie, wie willst du das erkennen? Mhm. Zwar hast du das eben, glaube ich, auch schon mal kurz angesprochen, dass zum Beispiel Käsesorten mit Natamycin behandelt werden. Das heißt, das wird ja dann der Schimmelbildung wird vorgebeugt. Da habe ich aber auch gehört, man sollte etwas weiter die Rinde abschneiden, weil es auch normalerweise krebserregend wäre. Ja, genau. Beim typischen klassischen Rohmilchkäse, wo man die Rinde auch mit verwenden kann, gibt es dieses Thema nicht. Schöne Allgäuer Bergkäse, auch mit Naturrinde. Zum Überbacken zum Beispiel, wunderbar auch mit der Rinde. Etwas, typischer rotgeschmierter Weichkäse, der wird zum Beispiel mit dem Markt der Bourgogne abgeriegelt. Das ist ein bester Schnaps. Bekommt einen tollen Geschmack, tollen Eigengeschmack. Dann sehe ich hier gerade einen Käse, der schon sehr weit gereift ist. Das ist ein Nottoländer Käse, ist gereifter, 18 Monate plus. Und bei dem sieht man ganz stark diese weiße Kristalle. Wird ja immer fälschlicherweise gesagt, das ist dann Salz. Das ist lediglich kurzgebundenes Eiweiß, das entwickelt sich dann zu Aminosäuren. Ein tolles Beispiel dafür ist, wenn ein Käse schön lang gereift ist, die blühen auf und dann werden das richtig wie so kleine Blüten, dann gehen die immer mehr auseinander und werden immer zahlreicher. Ah, ja. Das ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Diese weißen Punkte, wo entstehen, die sind absolut geschmacksneutral, die kannst du wunderbar mitessen und das kleine Auge. Es ist die Molke, wo abtrocknet. Wie soll man einen Käse am besten lagern im Kühlschrank? Ich nehme dieses klassische Käsepapier. Oben ist es ein bisschen mit Plastikfolie bedeckt. Hinten auf der Rückseite haben wir Papier. Und diese Kombination bewirkt, wenn du den einpackst, der Käse trocknet nicht aus, aber es ist nicht ganz komplett zu. Es kann immer noch etwas atmen und die Feuchtigkeit kann ein bisschen entweichen. Dadurch kommt auch kein Schimmel. Es wird auch nicht nass, der Käse. Ne? Ich habe gern den Käse oberhalb vom Gemüsefach. Aber man sagt, zwischen 7 und 9 Grad wäre nicht die ideale Temperatur für Käse zum Reifen. Ne? Kälte unter 0 Grad ist nicht gut für einen Käse, weil das stoppt dann den Reifeprozess. Was mich hier mal interessieren würde, ist, hast du eigentlich auch einen Lieblingskäse? Ich probiere generell ja alle Käse. Ja? Und, aber es zeigt sich immer wieder, ich komme auf so Klassiker zurück. Ich liebe unheimlich gern einen Camembert de Normandie, den originalen Camembert handgeschöpft. Das ist für mich einfach der Geschmack, wo ich am meisten liebe. Ich mag auch gerne mal in Époux sowas oder ein schönes Münster und ein schönes Bier dazu. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, so viele Dinge über den Käse zu erfahren. Wir haben mal die paar Themen nur angerissen, in die Tiefe konnte man in der kurzen Zeit nicht gehen, aber ich hoffe, es war ein bisschen informativ.